Der nächste Redner ist Rupert Doppler, er ist ohne Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Minister, im Zwiegespräch, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus, höheres Strafausmaß für Schlepper. Dieser Antrag ist ja nicht mehr ganz neu, wie wir gehört haben, aber ich glaube, liebes Team Stronach, aktueller denn je, das steht außer Frage. Das Strafausmaß muss massiv erhöht werden, hat man auch gehört, was die Schlepperei betrifft im Generellen. Denn die Schlepper sind die Schlüsselfiguren der Flüchtlingsdramas. Und das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Und diesen Schleppern, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es egal, ob es bereits Straftatbestände gibt in Zusammenhang mit Schlepperei oder nicht. Diesen Herrschaften ist es auch egal, ob es aus praktischen Gründen die Bestimmungen von Strafrecht ins Fremdenrecht übertragen wurde. Das Strafausmaß, wie der Kollege angesprochen hat, gehört hier massiv erhöht, dass es tatsächlich eine Abschreckung ist, sonst wird es sich nicht bessern. Und das Mindeststrafausmaß, meine sehr geehrten Damen und Herren, gehört natürlich von 6 Monaten dringend erhöht. Und wenn man dann in den Medien liest, Schlepperei mit angemessenen Furlong bleiben straffrei, das kann es nicht sein, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das gehört dringend geändert. Herzlichen Dank. Der vorliegende Antrag sei aktueller denn je, betont Rupert Doppler. Er ist ohne Fraktion. Das Strafausmaß für Schlepperei müsse dringend erhöht werden.